Mein Name ist Michael Neithöfer. Ich arbeite für die Krivan Industrieelektronik GmbH und bin dort Leiter Global Sales and Marketing. Und Krivan ist Hersteller von Elektronikkomponenten und Sensorik im Industriebereich. Großes Thema für uns ist die Kälte-Klimatechnik und erneuerbare Energien im Windkraftbereich, weil Brasilien eben ein großer Markt in Richtung Kälte-Klimatechnik ist, wollten wir vor circa 2,5 bis 3 Jahren den Schritt wagen, nach Brasilien zu kommen. Wir haben dann damals vor grob 2,5, 3 Jahren den Weg über die AHK gewählt. Und im Grunde hat uns die AHK die letzten 3 Jahre hier in Brasilien, in Sao Paulo begleitet. Wir wollten nach Sao Paulo gehen. Sao Paulo ist eines der Zentren in der Kälte-Klimatechnik. Deswegen war es uns wichtig, aus Sao Paulo heraus zu operieren. Und letztendlich haben wir Unterstützung auf der kompletten Bandbreite von der AHK erfahren. Kundenakquise, wir hatten Hilfe bei der Auswahl von Anwälten. Sehr, sehr wichtig, guten Anwalt zu finden in Brasilien. Ich habe Unterstützung gekriegt, Auswahl von Buchhaltungsfirma und letztendlich das komplette Package. Wir sind mittlerweile mit Krivan seit grob einem halben Jahr mit einer Legal Entity in Brasilien unterwegs, seit Anfang des Jahres 2017 hier in Sao Paulo. Wir haben Branch Office in Santa Catarina und werden in circa 4 bis 6 Wochen, Ende Juni, Anfang Juli, wirklich in Brasilien anfangen können zu verkaufen. Wie sehen wir die Zukunft? Im Moment natürlich viele politische Hürden, aber ich glaube, aus den vielen, vielen Gesprächen, die ich die letzten Monate hier mit unseren Partnern in Brasilien geführt habe, ist Licht am Tunnel zu sehen. Für uns war es der richtige Schritt und jetzt warten wir auf die letzten Kleinigkeiten von der Receita Federal und dann kann es losgehen.